France Bleu Elsass Punkt FR souviens de toi fort marvosim rintol passiert und hit morayek emrof harlze harlze over im Unterland denn es gibt zwei Gelim Elsass man muss nicht verhoppeln es ist im Unterland bei Drüsem am Rhin entlang und dort drauf macht Patricia Rieger wie bei uns im Studio ist gute Morgen Patricia gute Morgen Jonathan ihr sind vom Verein Lerinanich ja von Harlze es ist ein Familienverein aha und es ist ja so rindolischer Verein. Ja, wir haben den Namen gesucht, etwas Kulturelles und nicht weit vom Rhein. Und auf einmal hat einer von den Jungs gesagt, ja, warum nicht auf einmal Lerena, nicht? Aber voilà, ah, ganz ja, einfach. Und ganz einfach. Wie hat das alles angefangen? Vor 4 Jahren, wir sind immer gar vorgegangen, Theaterlöhe, Französisch so, Café-Theater, ein bisschen überall im Frankreich. Es gibt ja 2 Festivals bei Straßburg, aber nichts bei uns, nur im Norden. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen mal einmal und jetzt ist das 4. Jahr. Und da werden wir ein bisschen sehen, was alles auf dem Programm ist, was das 4. Mal wieder das organisieren. Wie viele sind denn schon da in dem Verein Lerinani? Wir sind 10 Personen, alles von der Familie Rieger, 3 Generationen. Transfamilie? Ist das eine Familie oder ein Verein? Nein, es ist ein Verein. Familie oder Familieverein am Anfang sind. Aber jetzt sind noch andere dazu gekommen, zu diesen 4 Jahren, viele Jüngere wie mithelfen, das ganze Jahr für das zu verrichten. Da. Also machen wir nichts anderes im Jahr? Sammlungen oder andere Feste? Oder? Ah, wir haben jetzt im Januar Soiree Prélude, wie wir gesagt haben, gemacht, am 5. Januar. Das hat gut geklappt. Da haben wir Humoristen und Amateur in der Première Partie. Und ja, es ist schon ziemlich, weil wir haben alle Arbeit, gell? Wir können nicht alles machen, wir müssen es finden, die Humoristen ein bisschen überall. Und ja, jetzt haben wir wieder 2 oben, vom Freitag und am Samstag. Wir werden das Programm erfahren mit euch. Und wie sind wir darauf gekommen für einen Verein morgen? Fehlt so eine Animation hier in Harlze? Oder? Ja, nicht nur in Harlze, ein bisschen überall. Also wir gehen gar auf eine, so ins Theater. Und wenn wir etwas machen müssen, müssen wir ja ein Ding haben, eine Assoziation. Das ist Pflicht in Frankreich, gell? Man kann nicht einfach so das Geld ausgeben. Ja, sowieso. Wenn wir einfach Geld sammeln, wir haben ein Budget, Trésorier und alles richtig. Ja, gut gemacht. Und für die, die mehr wollen wissen, ich werde Rhénanie, ihr habt eine Facebook-Seite, habe ich gesagt. Ja, Festival du Mont du Pays Rhéna haben wir es. Und ein kleiner Blog, wie wir so, was wir machen, was wir gemacht haben, wer kommt, wer die alle sind. Und das ein bisschen sehen, ein bisschen Lust kriegen, von da zu kommen ein bisschen. Und das ist also am Freitag oben, da gibt es 2 Vorführungen, Mars und Venus, gell, schon mal? Ja, wir fangen, also Humor ist nicht nur ein Stand-up, wie uns die alle so meinen, gell. Das ist, ein Mann und eine Frau, die erzählen ein bisschen, was dort der Unterschied ist, wieso Männer und Frauen zusammen sind und auch gibt es ein Topic. Und das ist auch ein Künstler, wie man kann sehen am Freitag oben also. Und am Samstag wird sogar gewählt und ein Preis geben, für die, die uns werden morgen hören und ihr werden morgen hören. In Harlze, wir verraten euch alles in 5 Minuten in unserem nächsten Rendezvous mit France Bleu Elsass und die Sendung Ensemble c'est mieux auf France 3 Alsace mit Patricia vom Verein Lerinani. Wir können uns sehen, zu lui und zu euch auf France Bleu Elsass.fr. France Bleu Elsass. We'll be right back.
juste une illusion, Jean-Louis Aubert, auf francebleuelsos.fr, nenner, men es nit, merci do, unir sen uns im Studio, für TV auf francebleuelsos.fr sin, uno mit eiri Smartphone und Tablet, d'application France Bleu, grot runterlode, und France Bleu Elsos choisiret, erst Rindol, Radio Sandar, aber do, ich hab's zum Lore, im ganzen Rindol, es ist der vierte Mal, wie sie das organisieren, der Festival d'humour du pays Rennes, es ist schon dem Vorend in Arlse, im Unterland, also nicht weit von Drüsem, am Rhin entlang. Es ist am 1. und am 2. Hornung. Am 8. dazu geht's los. Mach auch vorher ein bisschen mehr gleich mit unserem Gast Patricia Rieger, wie bei uns im Studio ist. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Il nous parle d'un festival d'humour et c'est Jonathan Val qui est au micro. Bonjour Jonathan. Guten Morgen, alle. Bonjour Hervé. Alors, où a lieu ce festival d'humour, Jonathan? À Erlisheim, dans le Bas-Rhin. C'est le vierte mal, wie sie das organisieren, für die Funzerräte. C'est mal mit der Patricia Rieger, wie bei uns im Studio ist. Und Patricia, du wurdest gelacht am Freitag und am Samstag, die zweite Lung. Ah ja, zwei Owe, nicht nur einer. Wir haben zwei Fies, also laufen wir mit zwei und wir lachen zweimal. Humor hat noch dasselbe und ja. Man wird auch gut lachen. Zum Beispiel Mars et Venus, wie gespielt wird am Freitag Owe? Ja, die fangen an. Das ist eine Pièce, die schon ziemlich gedreht wurde, ist seit zwei Jahren. Und die spielen eine Woche nachher im Théâtre Bobino in Paris. Die machen die Öffnung. Danach haben wir einen kleinen Antrag und dann kommt der Topic. Also das ist unser Jerry Lewis, Französisch von Grenoble. Der macht Apps auf dieser Tribüne rum. Da. Also ich kenne Dinge, ich lache den ganzen Abend. Ich sehe es nicht, drei Stunden lang. Verrobbelt es nicht, es ist am Friedi Owe also im Centre Sociokulturel, gell, von Arlsen? Ja, gerade neben der Marie können wir nicht verfolgen. Und am Samstag, da auch, am 8. Zove, werden ein bisschen die Leute, wie auch Humorist wollen, sind, ein bisschen einen Tee machen und sie werden gewählt sogar vom Publikum? Ja, also sind wir Humoristen, wie wir schon gesehen haben, in einem anderen Festival. Sind alles professionell, die haben ein Spektakel, aber sie sind noch in den ersten Jahren. Sie waren ein bisschen so langsam, ja. Ja. Und jetzt haben wir zwei aus Belgien und zwei Franzosen. Der Etienne Serge und Marie Glantin, die kommen aus Belgien. Dann haben wir einen Marseille dieses Jahr, den Patrick Gadet und einen aus Paris, den Thomas Angel. Wie jeder 20 Minuten. Und er wird voten. Das Publikum wird voten und wir haben eine Jury von Professionellen. Nach dem Antrag kommt der Didou. Der hat das letzte Jahr gewonnen, glaube ich, ne? Ja, ganz genau, Jonathan. Oh. Der hat gewonnen, den Prix du Public. Also das Publikum hat von ihm voten. Jetzt haben wir das Spektakel Integral, wie gespielt wurde, im Théâtre Point Virgule in Paris. Der kommt dann eine Stunde lang spielen und wenn der fertig ist, sagen wir, wer hat gewonnen von diesen drei? Voilà, jetzt der Etienne, Marie, der Patrick oder der Thomas ist und da wird gewählt also ja. Für den Tremplin 2019, no? Ganz das? Genau. Ja. Und das ist mit dem Verein Les Rhénanais, das organisieren wir jedes Jahr, organisieren auch gerne zum Lachen in Arlsen. Ja, jedes Mal ein Weekend, man hat langsam angefangen, jetzt sind wir so weit komplett. 2018 sind wir komplett gesehen, alle zwei Uhr wieder. Über aber 300 wunderbar. Personen wie gelacht haben. Da sind noch ein paar Plätze, gell? Da sind noch ein paar Plätze. Normalerweise die Straßen sind offen. Ich kann auf Harald zu kommen. Ja, du hast kein Straßen Problem. Die Autobahn direkt sind schon ja, das Gute. Ja, sorti. Und wie kann man morgen für Bier kriegen? Noch muss man sie bestellen oder am selben Ofen noch vielleicht? Am besten reservieren. Entweder am besten natürlich auf dem Site von uns, von unserem Blog, Festival d'Humour du Pays Rhénan. Oder du hast das Telefon drüber geschrieben, für Anrufen, für reservieren. Und alle Informationen werden wir natürlich noch einmal finden können auf francebleuelsos.fr. Allez-y pour le 4e Festival d'Humour du Pays Rhénan. C'est donc à Erlisheim, dans le Bas-Rhin, ce vendredi soir et samedi soir. Toutes les infos sur France Bleu Elsos. Merci Jonathan, bonne continuation sur francebleuelsos.fr. Nous nous restons ensemble sur France 3 Alsace à venir autour de notre Stammtisch. La minute d'Antoinette de Knaik-Villers, le poème d'Hélène Schwaller. Les France Bleu Elsos. France Bleu Elsass, ja, das hier der FM und natürlich alles wird dann noch einmal hören können. Vielmals merci Patricia, dass noch zu uns gekommen sind. Merci vielmals, Jonathan. Und es ist wichtig, zum Lachen also gehen, auch noch am Freitag und Samstag auf Arlsen. Ah, denn ja. Mit dem Schnee und dem gröden Wetter, wie man werden haben, ich glaube, die Sonne wird scheinen, da bin ich im Sonst so kulturell, gell? Alle zwei Oben, das ist sicher. Und vorher gibt es sogar noch ein Espace Restauration. Ah, das hätte ich fast vergessen. Nur Spezialität Alsassien, also Flankören, Bratstall, Käsekören und Schwarzwälder. Ich habe nicht Regime gehört. Ah, noch kann ich kommen. Aber genau, das ist in Arlsen mit dem Verein Les Rhénanais. France Bleu Elsass, alles original wieder da drüben. Es ist 10 Uhr, Zeit für eure Nachrichten.